heute haben wenige Pianisten so ein Feingefühl wie er. Wir sprechen natürlich über den berühmten Komponisten Adolf Hitler. Seine letzte Schöpfung, der Friede, ist für viele seiner Kritiker sein Meisterwerk. Ah, der Friede. Welches andere Gefühl kann für einen Musiker so inspirierend sein? Das Stück kam natürlich. Ich gab meinen Gefühlen freien Lauf, sodass dieses wunderbare Ideal des Friedens aus mir herauskam. Fühlen Sie den inneren Frieden? Werde ich dafür in die Geschichte eingehen?